So Leute, willkommen zurück zu Fußballmanager 15, 16 und ja, wir haben das letzte Spiel gegen den FC, haben wir gewonnen, obwohl wir eigentlich voll scheiße waren, haben wir trotzdem gewonnen. Dann haben wir in der letzten Folge noch Verträge verlängert mit der zweiten Mannschaft und mal uns um die Jugendmannschaft gekümmert. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter Richtung Augsburg. Oh, Gabriel. Gabriel spielt noch bei Arsenal. Den haben sie nicht verkauft als einer der wenigen Spieler. Gucken wir mal in Deutschland. Aubameyang. Ja, sicher. Aubameyang ist Fußballer des Monats geworden. Er ist aber auch im Moment am Ausrasten ohne Ende. Anthony Modest auch dabei. Aber Aubameyang ist im Moment einfach nur krank. Einfach nur krank, was der Typ leistet im Moment. Ja, und ein paar Leute, Paslak und so, haben neue Verträge unterschrieben. Sehr stark, sehr gut. Ich weiß gar nicht, hatte ich Hannes Hahn schon verliehen? Ja, Hahn wechselt zu 1860. Wir gucken gerade mal, was Ødegaard so macht. Ist schon auf 72. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das meine ich nämlich, wir haben ihn gekauft für 3,8 Millionen. Haben dann 1 Million Leihgebühr bekommen und der Mann hat jetzt schon, der hat jetzt schon fast 12 Millionen Marktwert. Ist auf 72 Stärke hoch. Der wird in der nächsten Saison auf jeden Fall bei uns zum Einsatz kommen. Ødegaard. Und wird sich dann auch noch um einiges verbessern. Das ist krass. So, deswegen wollte ich ihn noch haben. Und deswegen bin ich auch froh, dass wir den jetzt bei Dortmund gerade haben. Ich glaube, bei Arsenal hätte er sich nicht so gut durchsetzen können. Aber bei Dortmund, also hier kann er sich auf jeden Fall gut durchsetzen. Ja, Bender ist auch okay. Ich hoffe halt, dass West Ham dann die Kaufoption zieht. Also müssen wir gucken, dass wir ihn nächste Saison auch wieder loswerden. Augsburg als nächstes. 1. Dezember haben wir jetzt. Wir können gerade mal schon mal gucken, dass wir hier dann schon mal unsere Weihnachtsfeier machen. Direkt hier nach. Und dann beschäftigen wir uns intensiv auch wieder mit der Kaderplanung. Wir werden dann hier mal ein Trainingslager machen. Wir fahren nach... Dubai, oder? Dubai, Delhi, nee. 2 Wochen Trainingslager in Fukuoka. 12 Grad ist es da, nach Japan im Winter. Ja, ich weiß nicht, Fukuoka ist eigentlich ein ganz gutes Trainingslager. So für den Winter oder nach Hawaii. Ja, es ist eher so Fitness und so, ne? Acapulco, Havanna. Ja, Brisbane Abbey ist halt so eins meiner Lieblingstrainingslager. Rio, Montevideo. Ja. Die Trainingslager, die bringen alle nicht wirklich so viel. Madagaskar. Und ich will halt eins für Spieler so halt hier, ne? Geistige Fähigkeit, körperliche Fähigkeit, Feldspielerfähigkeiten. Und da ist halt... die Brisbane Abbey ist halt da voll mein Favorit. Ich weiß nicht. Oder wir gucken mal hier in Antalya. Ist auch nicht. St. Belek ist auch nicht. Wir haben hier bestimmt noch irgendwo eins, was ungefähr so auf den Stand kommt. Aber das ist halt in Bukarest ist halt extrem auf körperliche Fähigkeiten ausgelegt. In Odessa. Wir gucken einfach mal. Wir sagen einfach mal Feldspielerfähigkeiten. In Minsk. Lokales Trainingslager. Nee. 10 Grad, 8 Grad. Ist halt extrem kalt, ne? Ja, komm, wir fahren 14 Tage an die Brisbane Abbey. Ich glaube, das ist gut. Ich glaube, das machen wir. So, dann haben wir, was haben wir denn jetzt hier noch zu gehen? Ich habe schon wieder vergessen, meinen Timer anzumachen. Aber ich weiß, dass wir jetzt schon wieder ungefähr seit 3 Minuten dran sind. Wir haben jetzt noch Augsburg, dann haben wir Gladbach, dann kommt Red Bull Leipzig und dann kommt Stuttgart und dann haben wir das Programm erstmal hinter uns für 4 Wochen. Und da können wir uns dann wieder intensiv mit der Kaderplanung beschäftigen, weil ich möchte gerne noch einen Stürmer haben. Oder sowas. Wir machen hier dann nochmal ein bisschen hoch und gehen dann hier auch noch ein bisschen hoch. Dass wir vielleicht nochmal ein bisschen was investieren können. Und
Ja, dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel gegen Augsburg rein. Was haben wir denn hier jetzt schon wieder? Marius Schimmel möchte nicht mehr Santi Mina als Mentor haben. So. Wir sind auch ziemlich gut, was die Jugend angeht. Aber Bayern ist halt noch besser. Ja, ne? Was sollen wir auch gegen Bayern machen im Moment? Aber. Also, geldtechnisch. Die können halt viel mehr Geld in die Jugend stecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich wieder, wenn ich die Taktik eingestellt habe. Habe ich fast schon wieder vergessen. Vergleichen wir das mal. Rodriguez hier. Hummels da. Sokratis. Ich hoffe, er ist jetzt besser in dem Spiel. Jung hier. Und Ødegaard. Ah, stimmt, wir spielen jetzt sogar gegen Ødegaard. Stimmt ja. Darf Gündogan jetzt mal Ødegaard decken. Und wer Ødegaard macht irgendwas, was uns ein Tor rein deppert, wird er nächste Saison nochmal verliehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ins Spiel rein gegen Augsburg. Bis gleich. So Leute, 15. Spieltag. Ich hätte jetzt fast schon wieder Barclay Premier League gesagt. Aber nein, wir sind in der Bundesliga. Der Ball rollt in den Reihen von Augsburg. Aber wir haben direkt mal eine schöne Kombination hier. Kruse und Gündogan. Direkt weiter auf Aubameyang. Und letzterer kommt im Strafraum zum Flanken. Demir hat aufgepasst und klärt zur Ecke. Das heißt, wir haben jetzt nochmal eine Ecke von Rodriguez. Wird diese getreten werden. Bringt das Leder nach innen. Hummels köpft auf 6 Metern. Ganz knapp vorbei. Schade, schade. Gute Anfangssituation hier. Ja, und wir spielen heute gegen Ødegaard, unseren Nachwuchs-Offensiv-Mittelfeldspieler, der an Augsburg ausgeliehen wurde. Und wir machen hier Druck. Ecke, noch eine Ecke, zweite Ecke direkt in der 6. Minute. Baumgartl geht entschlossen gegen den Ball, erreicht diesen vor Aubameyang, Flugkopfball und Ecke von Rodriguez klären. Ja. Aber wir haben trotzdem starke Anfangsminuten hier. Machen direkt weiter mit einer hohen Flanke von Leitner. Hitz muss sein ganzes Können beweisen und lenkt das an die Latte. Ja, wir sind sehr offensiv ausgelegt. Ich bin mal gespannt, ob Leitner wieder hier seine Form, nachdem er kurz verletzt war, direkt wieder anknüpfen kann. Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Nächste kleine Chance. Flanke von Reus. Zweiten Pfosten dauert Aubameyang, nimmt den Ball gar nicht lange an, schießt sofort und setzt ihn an den linken Pfosten. Schade. Aber Leitner wieder mit 1,5. Jung ist ein bisschen schlecht gerade. Hummels mit einer 1. Sehr gut. Vermeintliche Abseitsstellung wird zurückgepfiffen. Aber es war wohl gleiche Höhe. Gleiche Höhe. Ist gerade vor meiner Stimme weggegangen. Weiter Einwurf von Mkhitaryan. Hitz kommt heraus und fängt den Ball ab. Schade, schade. Aber Leitner macht wieder alles perfekt. Ist schon wieder auf Note 1. Ich glaube, die Position und die Anweisung ist einfach für Leitner zurechtgeschnitten. Kruse passt diagonal in den Strafraum. Aubameyang stoppt den Ball. Muss aus sehr spitzen Winkel aufs Tor zielen. Bringt das Leder nicht mehr auf den Kasten. Schade. Nächste Chance. Leitner. Baumgartl abgefälscht. Der Ball springt zu Aubameyang. Dreht sich schnell um die eigene Achse und trifft in die lange Ecke zum 1:0. Jawoll. Aubameyang macht da weiter, wo er aufgehört hat. 23. Tor und Vorlage von Leitner. Gott im Himmel, ey. Diese Spieler, die wir haben, ne? Das ist krass, Mann. Mal eine Chance für Augsburg. Chor aus der eigenen Hälfte. Mölders kommt das Leder, nachdem Sokratis die Orientierung verloren hatte. Aber Melnayo ist im Gegensatz zu seinen Vorderleuten wachsam und vereitelt die Torchance. Sehr cool. Nächste Chance für uns. Abgefälschte Flanke von Marco Reus. Landet am kurzen Pfosten. Hitz reagiert zu langsam und Aubameyang steht genau richtig. Vergibt aber die gute Gelegenheit. Ah, an den Pfosten ist er gegangen, der Ball. Schade. Also es passiert jetzt gerade auch nicht oft, dass Aubameyang sich eine Chance durch die Lappen gehen lässt. Hier Reingabe von Mkhitaryan. Hong steht viel zu weit weg von Aubameyang. Der bedankt sich artig und köpft auf 6 Metern genau in die Ecke. Hitz keine Chance gehabt. 2-0 Aubameyang. Oh mein Gott.
Meine Chance nochmal für Augsburg. Ødegaard ist völlig frei auf dem Flügel, legt quer auf Mölders. Pass bisher unauffällig in Norwegen, es ist schlecht. Trotzdem legt Mölders herabstürzend Benaglio vorbei ins Netz. Ein blitzschneller Konter. Wow. 2:1. Sascha Mölders. Vorlage Ødegaard. Krasse Scheiße. Da haben wir echt noch den Anschlusstreffer kassiert. Wow. Aber echt, wow. Da haben wir echt ohne Scheiß noch den Anschlusstreffer kassiert. So stark wir auch waren, scharfe Hereingabe von Leitner. Uiuiui. Da hat Baumgartel fast ein Eigentor gemacht. Rodriguez bringt das Leder nach innen. Aubameyang köpft auf 6 Metern. Aber knapp vorbei. Schade. Aber Leitner, Gündogan und Aubameyang. Unsere drei Garante für eine erfolgreiche Saison. Machen wieder ein hervorragendes Spiel. Aber Jung ist gar nicht gut im Moment. Mm-mm. Kein Problem für Chor, hat die Ecke von Rodriguez geklärt. Die vierte Ecke im Spiel schon gehabt. Nochmal eine Chance, eine gute Chance für Augsburg. Chor, die Ecke ein Tick zu kurz, kein Problem für Hummels. Der kann aber auf Kosten einer weiteren Ecke klären. Noch eine Ecke für Augsburg. Wieder Chor. Ein Tick zu hoch für Bobadilla. Der kann den Kopfball nicht mehr entscheidend drücken, geht knapp am Tor vorbei. Ja, wir müssen hier trotzdem aufpassen, also da kann auch ganz schnell jetzt ein Unentschieden draus werden. Ich lasse mal unsere Leute aufwärmen. Stadion ist ausverkauft, sehr cool. Sehr, sehr cool. Nochmal eine gute Chance für uns jetzt, eine sehr gute Chance. Gewühl im Strafraum von Augsburg. Abwehr der Gäste kann gerade noch das 3-1 verhindern. Schade. Wir gucken jetzt mal. Wir wechseln mal Jung aus. Dafür kommt Piszczek. Augsburg wechselt auch den Stürmer. Leitner hat den Ball im Halbfeld, schlägt ihn in den Strafraum nach außen. Hong will zum Ball gehen. Ja, Reus kann da nicht mehr eingreifen. Das Leder dann mit dem Tor aus. Schade. Mkhitaryan kriegt jetzt eine gelbe Karte. So, jetzt kommt Piszczek. Wir gehen nochmal in die Taktik rein. Weil Piszczek deckt jetzt Esswein und Sokratis deckt Yi. Ja, Mkhitaryan jetzt die gelbe Karte. Ja, das kommt manchmal im rechten Bild, kommt das manchmal früher als dann im Textmodus. Ødegaard bedient Esswein an der Strafraumgrenze, doch dieser steht im Abseits. Nächste Chance. Freistoß von Aubameyang segelt durch den kompletten Strafraum, genau auf den Kopf von Sokratis. Der hat kaum eine Wahl, als ihn unterzubringen. Zum 3:1. Jawohl. Sehr gut. Jetzt kommt Fabian Scheibe rein. Nein, das wollte ich auch gar nicht. Wir können hier gerade nochmal gucken. Nächster Wechsel. Also bezüglich des nächsten Wechsels können wir hier gerade mal gucken. Ja, die Innenverteidigung macht das eigentlich recht gut. Gündogan wird langsam ein bisschen unfit. Dafür bringe ich mal Şahin rein. Der macht seinen Job auch immer gut. Dann gehen wir mal in die Taktik. Rodriguez deckt jetzt hier Scheibe und Şahin deckt jetzt dann Ødegaard. Und Leitner natürlich kann, wie am Anfang, also wie ich mir am Anfang gedacht habe oder gehofft habe, dass er an seine Leistung anknüpfen kann, kann er natürlich locker. So, Sokratis. Ich glaube, unser letzter Wechsel wird wieder Ginter werden. Ja, dann bringen wir mal, obwohl Sokratis ist stark im Moment. Santi Mina habe ich jetzt nicht mitgenommen, natürlich.
Ja. Aber wir haben jetzt gerade gute Chancen. Nochmal eine Ecke, nachdem die Flanke von Hong, von Mkhitaryan von Hong abgewehrt wurde. Leitner wieder mit einer 1. dann. Ah komm, wir wechseln einfach mal Leitner aus. Dafür kommt Pereiro rein. Hat er ja sehr, sehr gut gespielt heute. Leitner. Kann jetzt nochmal die letzten paar Minuten, kann nochmal Pereiro zeigen, was er drauf hat. Und ja, dass auch er einfach mal ein bisschen Einsatzzeit bekommt, kann man jetzt machen bei einem 3:1 gegen Augsburg. Ja, Sokratis ist jetzt natürlich sehr am Limit. Uiuiui, da hatte gerade links nochmal Korn nochmal eine ganz gute Chance. Ja, aber das Spiel dürfte gelaufen sein, 3:1. Kann man eigentlich nicht mehr in dieser kurzen Zeit hergeben. Oh, Pisscheck war auch gar nicht gut. Fazit, verdienter Sieg für Borussia Dortmund, da sie ihre Grenzen im Gegensatz zu ihrem Kontrahenten genutzt, ihre Chancen im Gegensatz zum Kontrahenten genutzt haben. Ja, wir haben heute wieder 3:1 gewonnen. Und ich würde sagen, wir gucken einmal auf die Tabelle. Wir sind immer noch 6 Punkte weg. Augsburg ist jetzt auf dem 13. Platz. Runter wegen uns. Ja, ne? Wurde von Ingolstadt und Hamburg überholt. Ja, ich würde sagen, gehen wir nach Bericht. Bis gleich. So, Leute, heute wieder hervorragendes Spiel. Leitner ist zurück nach Verletzung und ist direkt mal wieder bester Spieler auf unserer Seite. Ødegaard mit einer 4, obwohl er die Vorlage gegeben hat. Also kein gutes Spiel heute gemacht. Aber naja, da können wir jetzt nicht so viel Rücksicht drauf nehmen. Für uns zählen nur Punkte, Punkte, Punkte. Und ich lobe die ganze Zeit Leitner in den Himmel. Aber wenn man sich das hier schon wieder anguckt, Aubameyang ist mindestens genauso gut im Moment. Andere Ergebnisse, wir haben heute die meisten Zuschauer gehabt sogar. Gündogan wurde bereits zum 6. Mal in die Elf des Tages gewählt. Krass. Sex vor dem Spiel, das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts. Absolut nichts. Ødegaard sagt, es war sehr komisch, nach Dortmund zu kommen und in die andere Kabine zu gehen. Ja, es ist komisch. Und dann auch noch so auf den Sack zu kriegen. Und, ey, guckt euch das an, Leitner ist einfach nicht dabei. Was? Der hat heute eine 1,0 gehabt. Eine fucking 1,0. Meh. Was? Alles klar. Teamleistung waren wir heute nur 6. Aber Aubameyang macht weiter in seinen Wahn, Torschützenkönig zu werden. Ist ja noch nicht weit genug weg von allen anderen. Ich glaube, andere sind mit so einer Toranzahl schon Torschützenkönig geworden. Und er hat die schon nach 15 Spielen. Ja. Am Ende der Saison. Ich will eigentlich jetzt schon mal seinen Tor-Count sehen. Am Ende der Saison. Mannschaft der Woche, Gündogan wieder drin. Mert Şahin fühlt sich unterbezahlt. Ja, dann erhöhen wir deinen doch mal um 6.500. Du verdienst auch schon 70.000 im Jahr, das weißt du, ne? Und du fühlst dich unterbezahlt. Du verdienst mehr als ein Anwalt, glaube ich. Ja, mit 7.000? Ja, doch. Junge, Junge, Junge. Ja, dann haben wir das jetzt hinter uns mit Augsburg. Wir gucken hier mal gerade. Wie sieht's eigentlich bei denen aus hier? Na, sie kämpfen immer noch um den Abstieg. Unsere Jugendmannschaft ist aber schon besser geworden. Ja, 24 Punkte mittlerweile. Hat eine lange Siegserie hinter sich, aber hat jetzt 1-0 gegen Hertha verloren. Ja, also sie steigert sich langsam. Unsere Jugend. Unsere Reserve. Schon wieder gegen Hamburg verloren. Gibt's doch nicht, Leute. Gibt's doch nicht. So. Das heißt, wir
gehen jetzt mal kurz in die Jugendmannschaft. Gucken hier mal nach. Wer will hier? Santimina. Ist okay. Gucken wir nochmal hier oben. Ob wir hier nicht vielleicht dann... Ne. Ende war hier mal auf den und dann können wir vielleicht ihm hier... Ne, Shahin auch nicht. Schade. Ja gut, dann lassen wir das erstmal so. In der Jugendmannschaft. Ja, hier ist auch alles gut eigentlich. Birki, ja, Birki will ich noch nicht verlängern. Gehen wir weiter. Nächstes Spiel dann gegen Gladbach. Wird auch ein schweres Spiel. Gegen die Mannschaft von André Schubert. Ja, Gladbach mit Patrick Herrmann. Timo Werner verlängert seinen Vertrag bei Bayern. Ja gut, habe ich auch nicht mit gerechnet. Also den zu uns zu holen, wir haben Reus, wir brauchen das im Moment nicht. Aber den zu uns zu holen, das wäre doch dann unrealistisch, würde ich mal sagen. So, dann haben wir auch schon das nächste Spiel, aber dann würde ich sagen, gibt es das erst in der nächsten Folge, sprich morgen. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao.